Also, einem blutigen Daumel, den hätte ich auf keinen Fall begegnen, weil der mit seinem Drumschlägel einfach schaudrig ist und mit seinem blutigen Häcksel, den muss man gesehen haben. Richtig Angst und schaurig wird man vom blutigen Daumel. Weil der blutige Daumel, der haut da mit Hammer am Kopf. Also wenn ich im Dunkeln jemand begegnen darf, dann darf man am ehesten vor der Luzier wirken, weil die einfach mit den Messern, mit den Ziegeln wirklich richtig gefährlich ausschaut. Also wenn ich die ganzen Raunachsgestalten begegnen darf, dann darf ich am meisten die Luzier wirken, weil es wirklich ein greisliches Weiberlein ist. Mit Sicheln und in der Urform hat es ein Kirm am Rücken mit lauter blutigen Därme drin und die Vorstellung allein ist schon ziemlich greislich.